Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlaved. Ist schon mal The Hunger Games, A Ballad of Songbirds and Snakes angeguckt. Mehr lang als den Titel wohl nicht gegangen. Und genauso lang geht auch der Film. Mehr sticht auch etwas zu 100 oder ist das nicht mehr warm Luft? Das erzählen wir euch noch heute bei Filmlaved. So, also die Geschichte ist relativ sehr erzählt von dem Prequel zu Tribute von Panem oder den Hunger Games. Es geht um die Coriolanus Snow, die nehmen sie in. Diese, tricky. Und den ist ja an den alle Filmen bekannt als Game Maker und hei ist sein Werdegang wie hin zum Game Maker Gott. Und das Ganze dauert dann 2 Stunden und 37 Minuten im Englisch. Das ist ein gefährliches Halbwissen. Also auf jeden Fall über 2,5 Stunden, wo man gewohnt gehen, wie der gute Mann vom Schüler zum Game Maker Gott. Und das ist eigentlich die ganze Story. Viel mehr stößt nicht durch 100, also so am Fong. Natürlich erzählt der Film noch ein bisschen mehr, wie nehmen das, aber Basis ist das. Und ja, wie gesagt, ich schenke mich noch ein bisschen auf den 2,5 Stunden, weil, boah, das tut sich gezogen, ganz ehrlich. Also, es ist nur nicht der größte, ich bin kein Fan von Tribute von Panem. Wirklich nicht, ich schon die Aldele alle gut gesehen, ich schon sie mal mehr und mal Männer gut fand, das war so eine Dystopie-Zeit, wo ganz viel der Filme herausgekommen sind, die dann eben um so Bücher abgebaut tun. Ja, also, verschiedene, nee, ist sie kein Fan, ist sie kein großer Fan. Trotzdem behandelt der Film oder die Filme behandeln einfach, fand ich, eine relativ spannende Thematik. Also die Geschichte fand ich schon relativ interessant, aber irgendwie erzählt der Film mir nie die Geschichte, die ich da erhoffen zu erleben, also die ich interessant fand. Zum Beispiel, ganz einfach, das Ganze ist ja Prequel und ich hatte gehofft, dass in die Thematik mit dem Krieg, der viel drauf war, ein bisschen mehr erläutert, mit den Rebellen und dem Krieg, dass das ein bisschen mehr ausgebaut wird und dass auch ganz Panem mehr ausgebaut wird und ein bisschen mehr Fleisch kriegt das Ganze, dass die Welt, dass das Land oder was das Lore immer ist, das Land so mal einfach so, dass das mal ein bisschen mehr greifbar wird, weil irgendwie fand ich so flu. Es geht an den Filmen, du siehst zwar Kapitol auch ein Kerl, aber irgendwie wirkt alles so kulissemäßig und du entwickelst nie ein Gefühl dafür von der Welt. Also ich fand, du wirst fand ich immer ganz schwierig, an die Welt ranzutauchen, weil irgendwie fand ich das nicht da. So, und dann ist aber, geht immer davon erzählt, dass die Hunger Games entstanden sind, weil die Christoph war, und aus einer Hungersnot raus, und so weiter und so fort, und bla bla bla. Für wer den sich Location sagt, ich muss umbringen dafür, sie hat dahinter gestartet, geht übrigens auch am Film thematisiert oder diskutiert, für wer denn lo gut ist. Du gehst in verschiedene Approchen, mir sie hat hingestellt, ich verlaufe mich gerade ein bisschen. Auf jeden Fall geht die Thematik mit dem Krieg, für wer das passiert, oder das Krieg war, auf was Folgen daraus sehen, damit fängt der Film direkt an. Der startet direkt immer daran und dann schon gedacht, vielleicht gut, fränsch mich, wohl du bist ein Mädchen gesehen, weil der kannst, los als Schätzen, dauert, los als du wirklich weit ausschweifen, kommen ja so ungefähr 5 Minuten, wo das gedauert hat. Ja, und dann ist das Thema GS und dann zack, aus den Snow erwursen oder. Ja, Baller wusste ich, wie man da für ein Alter in dem Moment war. Ich glänze noch immer tolle Füße. Auf jeden Fall ist dann noch wissen und dann geht es los, dass die Hunger Games sind. Das schon die, wie viel, die 10. Edition oder so von den Hunger Games. Das heißt, sie waren schon, also waren schon pur mal. Und geht aber dann, du mal da thematisiert, wie soll ich das da die Leute mich noch bringen? Also, wieso sollen die Leute das da gucken? Das ist ein berechtigt froh, wieso sollen die Leute das dort gucken? Voilà. Durch findet dann eine Wiesel statt. Und boah, ich komme nur einfach drauf zu schwätzen. Wie gesagt, 2,5 Stunden, der Film war carrément 1 Stunde zu lang. Definitiv 1 Stunde zu lang. Der Film hat mir so das Gefühl vermittelt, ab einem Moment, so, du hast da alles erzählt, du kommen wir zum Schluss. Und dann habe ich auf Dauer geguckt, und du war das einfach nach immer 1 Stunde zu gucken. So, hä? Machen wir dann los? Und ich fand das ganz komisch abgedehnt, ein ganz komisches Pacing. Es fängt um mit einer Thematik, die mich gang interessieren, die aber auch ganz plump durchgestaltet, genau, der Film ist insgesamt ziemlich plump. Und dann kommen wir einfach, dann filmen wir mal nur Hunger Games, weil
An den letzten Dealer oder an den Nachfolger da quasi waren ja noch nicht genug Hunger Games dran. Also wir mussten da nur nach hinten gucken. Aber wir sind an einer aufgespeckten Version, das ist mehr spektakulär, geht das auf jeden Fall nicht. Du weißt, als das schon mal für mich nicht der Punkt, für den sich der Film sollte auch gucken soll, weil Hunger Games sind, ja, okay. So richtig Spannung kann doch nicht da auf, weil der Film soll auch noch immer für Jugendliche sein. Er behandelt so ein ultra, nicht aggressiv, mehr so ein ultra brutal Thematik, und sie geht aber nicht gesagt. Also, es sei die wirklich schneicht. Also, von weitem gesagt, da mal ein kein Blut. Aber so richtig brutal ist das ganz nicht doof, dass sich Jugendliche sollen an einer Arena bis ob den Tod bekämpfen, bis das Chemie steht. Ja, okay. Dann kenne ich aber so ein hoffentlich sehr wenigstens Kampf gut inszeniert. Leider auch nicht. Die sind ganz komisch geschnitten. Also gut am komischen Schnitt merkst du, dass die Leute mega unbeholfen sind, dass du kein irgendwie richtigen Training hast, wie ihr kämpfen soll. Du kannst natürlich so, ja, mir die Leute, das sind ja auch alles Amateure, die sind aber nie trainiert gehen. Ah, ich weiß nicht. Also wenn ich eine Machete schwenge ging, das sei aber nicht, als wenn ich einen Gummiknüppel ging schwenge. Also, weißt du? Also irgendwie muss doch Domi Wucht haben drunter, das muss ja aber irgendwie spektakulär ausgesehen. Und das ist einfach nicht, das kommt man direkt noch auf das CGI zu schwätzen, der noch katastrophal ist. Die ganze Stadt, das alle, der Film strotzt nicht mehr von CGI. Und ja, das ist das dämliche Thema mit dem Marvel, das wirkt alles fake und nicht real und wenn das Ganze auch nicht greifbar. So, dann kommen wir zu den Schauspielern, die für mich leider auch durchgefallen sind. Also, Heinz, du war Overacting um Programm sondergleichen. Alles so extrem viel ausgespielt. Also, die Emotionen, die wirklich müssen, die auch richtig müssen da sein. Das muss ich, mit allen Fasern vom Körper muss ich gerade weisen, was ich gerade empfinde. Und dem erlebt, für mich entsteht da einfach nicht mehr Hingerhaut. Das, oh nee, gruselig. Nee. Und dann auch von den Dialogen, die geschrieben gehen, du hast alles ausformuliert. Du kannst nicht stoßlos gehen. Du kannst keine Emotion einfach nehmen durch seinen Sinn wirken losgehen. Nee, das muss alles ausgeschwärmt gehen und die Emotionen müssen bis auf den Punkt ausgespielt gehen. Die Fantasie ist halt auch nicht gefördert oder ein bisschen Empathie auch nicht gefördert, der kriegt alles zerfeuert. Bereits ich gekappt zu machen, du brauchst nicht 2,5 Stunden lang drüber nur zu denken, weil sie zählen ja alles. Und dann insgesamt fand ich auch, dass ganz, ganz viele Charaktere, dass die nicht ganz, ganz authentisch geschrieben sind. Also so eine Decision geholt, die, also ein einfaches Beispiel, ohne zu spoilern, dann hast du einen Charakter, den hält eine Decision und da muss dem ja klar gewesen sein, was das für Konsequenzen hat. Also wirklich so sicher sind die Konsequenzen, was da wird passieren. Also das ist wie wenn du eine Pistole hältst und sagen bei der Kopf hältst und aufdrückst und dann denkst, oh merk, das hätte ich doch nicht gedacht, dass die stirbt. Also so Sachen passieren da. Und da bereiten sie direkt, da seht ihr, oh nee, was tust du gemacht, das wollte ich nicht. Ich denke, hä, mir ist ja aber klar, was du rauskommst. Naja, also da wird da auch die Story ein bisschen komisch geschrieben, ich bin 2,5 Stunden lang verwirrt gewesen, werde ich mal da gerade angucken. Weil, dann kommen wir zum große Problem von dem Film. Der Film fängt an einer Situation, also mit der Situation, dass es Hunger Games gehen, schon gehen, und dann gehen sie ein bisschen kritisiert, und ein bisschen nach vorne gestellt, ob das okay ist, was da so läuft. Und dann, wenn der Film nur 2,5 Stunden fertig ist, da gehen die Hunger Games nach immer. Also, wir fangen an. Und dann nehme ich die Situation, wie wir abhauen. Das Einzige, was wir gesehen haben, ist, wie der Snow zum Game Maker geht. Was nicht unbedingt die spannendste Geschichte ist, wenn ich das so sagen will. Boah. Das war dann hier auch schon mit meinem Hunger Games Review. Das mal lädt. Ich hatte böse gehofft, dass sie hier vielleicht eine Approche kriegen könnten. Kriegen die besser geht, die ein bisschen mehr spannend geht, aber das war von ich leider, also das ist für mich ist das da nicht gewesen. Also, wenn ich an etwas denke und so Jugendsache, wenn ich nur an Harry Potter zum Beispiel denke, hat ja auch ziemlich viel Mengenjugend, weil das ziemlich viel Mengenjugend geprägt wird,
dann, wenn ich da so rückblickend drauf gucke, und da ist auch nicht all Film gut. Also, da sind auch Filme drin, wo es so, war nicht so gut, war besser, und so weiter und so fort. Nee, trotzdem, also, aber der Gesamtwirk, mischt da was mit einem. Ob du Filme alle gut, gut waren oder alle gut schlecht, weil sie mit wie gestanden, mit der Gesamtwirk hat es mit einem gemacht. Aber bei Panem, ich weiß nicht, ich denke, es sind einfach eine Zielgruppe. Voilà, du weißt, wenn dir die Aal-Dealer, also die Dealer für Drohnen, alle gute gefeiert hat, die will der Lohn unbedingt wissen, wie der Snow zum Game Maker geht, dann guck dir stehen unten, dann hat er bestimmt Spaß, von der weiter in die Welt will antauchen, und das so eher Film, dann da guck dir stehen unten, da wäre der Dummer auch eher Spaß. Und aber für einen, den nicht mit dem Franchise so connecten kann, der findet auch hier nicht einen Zugang dran. Definitiv nicht. Voilà. Und da könnt ihr mal gerne in den Kommentaren so, wer dir von dem Film hält, wer dir von der ganzen Reihe Tribut von Panem hält. Und dann, voilà, dann sonst, da war es doch schon mal dieser Episode. Und dann wünsche ich euch dann aber noch trotzdem ganz viel Spaß mit The Hunger Games. So einen Titel und nicht ganz, das ist einfach zu lang, ganz ehrlich. So, alle, ciao!